Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren beim Österreich Bild. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Löffelbacker werden. Halt doch die Klappe, ich wollte das sagen. Und du, mein ach so treuer Freund, wie kann ich dir das jemals danken? So, also aber ihr seid richtige Genießer. Ich komme mir vor, als wäre ich ein paar Jahre jünger. Und das Allerschlimmste kommt erst. Der Grazer Tuntenwall feiert nächstes Jahr am Samstag, den 22. Februar 2014, sein 25-Jahr-Jubiläum und stellt den Abend unter das Motto Nostalgic Anything Goes, so die Botschaft der rosa-lila Pantherinnen, anlässlich einer Pressekonferenz. Mein Name ist Martina Weixler, ich bin die Vorsitzende des Vereins rosa-lila Pantherinnen, des Vereins, der hinter dem Tuntenwall steht. Wir sind die Veranstalterinnen seit 25 Jahren. Martina Weixler, die Clubobfrau der rosa lila Pantherinnen, 25. Tuntenwall, viel Arbeit wartet auf Sie. Was dürfen sich die Besucher von dieser Jubiläumsveranstaltung erwarten? Ja, also Dankeschön. Die Besucherinnen dürfen sich eine Vielfalt an Programmpunkten erwarten. Wir haben ein besonders reichhaltiges Programm jetzt zum Jubiläumsball. Das Motto ist Nostalgic Anything Goes. Es werden also verschiedene Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts beleuchtet und thematisch eingearbeitet. An die 2300 Gäste werden zu diesem Event der Sonderklasse im Grazer Kongress erwartet, wobei heuer die Spielwiesen des schrillen Publikums erweitert werden. Das Casino Graz hat sich nämlich bereit erklärt, das Spielcasino für diese Veranstaltung freizugeben. Natürlich musikalisch. Die Big Band Excite in unserem Hauptsaal wird ihn in einen Tanzsaal der 50er Jahre verwandeln, musikalisch. Auch die Dekoration ist entsprechend. Es werden in den anderen Sälen zahlreiche Künstlerinnen, wie zum Beispiel Katrinka Kitschowski und ihre zärtlichen Cousinen und einige andere, für Stimmung sorgen. Katrinka Kitschowski etwa als DJ. In anderen Sälen werden die Walzerperlen oder The Moods für Stimmung sorgen. Also kann man sich ein großes, reichhaltiges Programm erwarten. Was auf glamouröse Kostüme der 20er und 30er Jahre rückschließen lässt und in Anbetracht einer fantasievollen Vorausschau Großartiges erahnen lässt. Es ist für uns eine große Ehre und eine wirkliche Freude, dass wir ihn organisieren dürfen. 25 Jahre ist etwas, worauf man wirklich stolz sein kann, ein Jubiläum, aber auch wie Martina schon gesagt hat, etwas wie bei jedem Jubiläum, wo man sich überlegt, man soll die Vergangenheit bewerten und feiern, aber auch vielleicht etwas kritisch betrachten. Aber im Endeffekt soll es das bleiben, was es eh ist. Ein großartiges Kostümfest, wo alle eingeladen sind, wo es kein VIP-Treatment gibt, sondern wo alle gemeinsam feiern für Gleichheit, für Toleranz und gegen Homophobie. Fortgesetzt von den Herren Gerhard Brügger und Martin Hötzeneder, beide für die Organisation des Balles zuständig. Eine ganz große Veränderung wird sein, dass das Ballgelände heuer größer sein wird. Wir haben mit Casino Graz einen großartigen Partner bekommen, die uns heuer auch insoweit und insofern unterstützen, dass wir das Casino mit als Ballbereich nutzen werden. Und man wird dort auch wunderbar im 80er-Jahres-Stil Miami Vice-mäßig Casino-Flair erleben. Den Abend moderiert in gewohnter Weise wieder Alexandra Desmond. Nicht so viel möchte ich noch nicht verraten, aber es gibt eine kleine Premiere. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass die Eröffnung live gesungen wird, auch von mir und von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit in meiner 5-jährigen Tuntenball-Moderationskarriere. Ich halte die Welt an, die Zeit steht still. Du bist das Einzige, was ich will. Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht. Es ist eine Seele, die zu mir spricht. Du bist der Song, der mich durchdringt, der mein Herz zum Rasen bringt. Hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Arsch der Welt. Neu ist auch ein sogenanntes Reparaturservice. Ob nun Pflästerchen für wunde Füße oder Zwirn und Faden für geplatzte Nähte in der Kleidung. Eine Gratis-Dienstleistung, die zur später Stunde wahrscheinlich um Verstärkung schreien wird.
Na, einerseits gibt es verschiedene Lounge-Möbel, auf die man sich zurückziehen kann, und andererseits, wenn es nicht nur die Müdigkeit ist, sondern der, wie soll man sagen, der Gang der weltlichen Dinge, wenn das Kostüm sich auflöst, wenn die Frisur verrutscht, wenn der Stöckel bricht, gibt es dieses Mal erstmalig eine Reparaturwerkstatt, wo zwei kundige Damen mit Nadelfaden, Bohrmaschinen, Make-up, allen drum und dran, Frisierkamm dafür sorgen, dass man in der Früh nicht zum Schrecken ausschaut. Es waren noch Zeiten, ne? Ja, damals, als wir noch jung waren. Was ist? Warum geht's denn nicht weiter? Hallo! Ich habe eine seltsame Krankheit, deren Symptome sich auf die Modulation der Stimme auswirken. Also wie ist denn das jetzt zugegangen? Frau Reuser, ich glaube, es ist besser, wenn Sie sich da nicht länger aufhalten. Was ist? Warum geht's denn nicht weiter? Und eine ganz wichtige Frage für unsere Zuseher. Wie kommt der Normalbürger zu Eintrittskarten? Es ist, möchte ich gleich eingangs erwähnen, schwierig an Karten zu kommen, da der Ball sehr, sehr begehrt ist. Der Kartenvorverkauf startet heuer am 30. November in mehreren Vorverkaufsstellen in Graz und auch Wien. Ein wichtiger Tipp, bitte schnell sein. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Karten innerhalb von einer halben Stunde restlos ausverkauft sind. Für Personen außerhalb von Graz, also die keine Grazer Postleitzahl haben, besteht die Möglichkeit, online über unsere Homepage Karten zu bestellen unter www.tundenball.at. Ja, das sind die Möglichkeiten. Was auch noch ganz wichtig ist, man kann natürlich versuchen, auch noch kurz vor dem Ball bei uns anzurufen oder ein E-Mail zu schreiben und nachzufragen, ob Karten zurückgegeben worden sind. Das kommt immer wieder vor, wenn zum Beispiel Personen erkranken. Man kann hier auf die Warteliste gesetzt werden. Also die Erfolgsgeschichte Tundenball geht in die nächsten 25 Jahre. Auf jeden Fall, ja. Nein, bitte nicht jetzt. Hasta la vista, Baby.